Hallo und herzlich willkommen hier zur Overdub Challenge Nummer 2. Mein Name ist Christian Gerhardt und ich darf hier heute den Anfang machen. Bei der ersten Overdub Challenge durfte Uwe mit dem Beat starten und diesmal mache ich das. Ich baue mir mein eigenes Schlagzeug. Was würde sich besser dazu eignen als... Richtig, genau. Küchengeräusche. Da ist ja auch vieles, was man perkussiv nutzen kann. Und was ich da jetzt alles nur genommen habe, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ich habe das Ganze gestern Nacht bis um 2 Uhr noch zusammengeschustert. Hier sind so lustige Namen wie zum Beispiel Ofenprogrammknopf. Das habe ich dann in so einzelne kleine Stücken zerschnibbelt und habe dann so kleine perkussive Klicksounds. Das Ofenblech. So, da war sogar noch ein bisschen Backfolie mit dabei. Dieses Geräusch von diesem Blech. Da kann man dann tatsächlich sich schon so eine Snare bauen. Messer klopfen und schneiden. Oder schleifen. Das sind so Sounds, die sich ganz gut für eine Hi-Hat eignen. Und ich glaube, hier habe ich sogar das als Beckensound verwendet. Mit Hall. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Hier steht jetzt Zuckerdosendeckel. Wie so eine kleine Glocke. Kling, kling. Special, der Wasserkocher. Das, was ich da draus gemacht habe, ist dann quasi so lang hier. Dieser Sound, der sollte für einen Swoosh genutzt werden. So ein... Das macht einen sehr scharfen Sound. Und das ist halt so wie so ein Wind. Ich habe diese ganzen Samples dann in den Groove Agent reingeladen. Ich habe zwei Snares. Das Ofenblech Nummer 1 und Ofenblech Nummer 2. Ja, und dann so... Ja, das alles zusammen findet sich dann hier in meinem Arrangement und eben dieses... Ich mache Radiomusik. Soweit ist es schon gekommen. Wow, wir fliegen so durch die Gegend und springen dann zum Schluss in den Tag hinein. Sprung vom 10-Meter-Brett. Das ist es eigentlich im Grunde genommen. Ich habe meine Küche gesampelt. Ich überrasche sehr wahrscheinlich damit den einen oder anderen in erster Linie mich, weil ich diese Musik eigentlich überhaupt nicht mache. Anna und Uwe, viel Spaß damit, mit Techno. Diesmal hat der Chrissy angefangen und jetzt gucke ich mir das mal an, was er da gemacht hat. Wasserkocher. Was? So, Industrial Move. Das war dieses Mülltonnengeräusch. Also wenn er das aus Küchengegenständen gemacht hat, war es auf jeden Fall viel Arbeit. Hast du echt gut gemacht. Aber was mache ich jetzt damit? Da das für mich alles sehr industrial-lastig klingt, wave-artig, würde ich mich mal an den Synthesizer-Bass wagen. Also diese Shaker da drin, die sind ja echt brutalstens. Ich hoffe, dass die anderen so ein bisschen mehr Happy-Clappy draus machen. Wir werden alle sterben. Das hat so Spieluhr-Feeling. Bing, bing, bing. Okay, fällt mir also überhaupt nichts ein. Ist das Schnipsen, das von überall herkommt? Da soll sich einfach der Rüdiger was einfallen lassen. Das ist gar nicht sein Ding. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach mal so. Und dann gucken wir, was der Rest so tut. Ja, hallo erstmal. Ich bin der Rüdiger und bin wirklich gespannt, was da auf mich zukommt. Wow.
ganz schön abgespaced. Also das klingt schon sehr krass, muss ich wirklich sagen. Ist nicht gerade mein Musikstil, die ihr mich kennt. Ihr wisst, ich bin eher so ein Typ für Klavierballaden. Das wird ganz schön schwer. Wer weiß, am Ende schaffe ich es, indem ich ein gescheites Klavier dazu spiele, dass das am Ende noch eine schöne Ballade wird. Auch wenn ich denke, das wird wirklich verrückt. Also im ersten Eindruck denke ich mir, es erinnert mich so ein kleines bisschen. Ja, ich wurde gerade unterbrochen. Das hier ist schon ein sehr verrücktes Stück. Am Anfang fängt es an mit dem Rhythmus und zum Ende hin sind wir immer noch im gleichen Rhythmus. Und dann werde ich mir mal angucken, ob ich ein Klavier irgendwas Gescheites rauskriege. Wenn ich mir das Stück so anhöre, so ein bisschen zumindest erinnert mich das an Akte X. Das Schlagzeug hier ist gemacht mit verschiedenen Küchenutensilien. Finde ich eine super Idee. Klingt schon sehr stark. Da hat sich jemand wirklich viel Mühe gemacht. Großes Lob. Einfach nur geil. Und da war irgendwas von einem Zuckerdosendeckel. Und ich dachte mir, Zuckerdosendeckel, ist das bei einem Schlagzeug irgendwie ein Becken, das den Ausdruck hat? Habe ich noch nie gehört. Das, was ich da gemacht habe, mir gefällt es zumindest mal gut. Ich glaube, das wird eine ganz witzige Kiste. Ich werde es euch jetzt nicht vorspielen, ist viel zu cool dafür. Ich habe es letzte Mal mitgekriegt, der Uwe ist so ein Bass, MIDI-Bass-Kopier, was auch immer. Ein super cooles Wort, was er da gefunden hat. Wobei natürlich immer alles geklaut ist, das wissen wir ja alle. Ja, also das Stück gefällt mir, könnte fast ein Nummer 1-Hit werden. Kommt drauf an, ich habe gehört, Uwe singt nachher ein. Ich habe den Uwe noch nicht bewusst singen gehört, wobei er sicherlich in manchen Aufnahmen schon mal drin vorkam. Ob da nur ein Gekrächz herauskommt und am Ende eine Rockröhre, keine Ahnung. Ich bin wirklich gespannt, was Uwe da drüber setzt. Ja, also ich denke, ich habe da jetzt einiges dran rumgeschraubt. Ich bin aus Versehen auf eine Taste gekommen. Hat mir so gut gefallen, habe ich gesagt, das schicke ich euch mal zurück. So eine Steigerung sein, die es manchmal in Stücken braucht oder vielleicht auch nicht braucht. Also ist einfach nur verrückt und ich wünsche euch viel Spaß dabei beim Anhören. Ich freue mich einfach auf das, was ihr daraus macht. Ich wünsche euch noch viel Spaß dabei. Alles Gute, ciao. Ah, sind wir schon rum? Mein Name ist Milan Prihatkov und bin ganz spontan jetzt eingeladen, irgendetwas hier zu machen. Was mich hier verbindet, ja, ist Jesus Christus, aber auch ja, Liebe zur Musik. Oh. Also diese schön. Okay, das ist wirklich alles gemischt, ne? Ich schlafe ein. Yes, komm. Hier, definitiv viel Gitarre, definitiv. Wow, was spielt man da alles? Vielleicht landet das irgendwo auf Filmmusik. Wow. Das ist Schwitzkasten geworden hier. ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was diminished ist. Ja, Intro ist wirklich schön, ja, auch ja. So. Schöne Gitarre, wäre schön, ja, weil. Das heißt erstmal und dann. Also, wir haben nichts getrunken, ne? Kein Alkohol. Cola Zero, ja. Nova zu Zero. Was ist da passiert? Mike auf die Toilette. Ich bin dran und ich muss jetzt mal mich reinhören, was denn da auf mich zukommt. Mir wurde schon offeriert, dass ich singen darf. Das ist ja total mein Ding. Düster. Gefällt mir aber. Sowas für Rüdiger. Okay, also stiltechnisch, wo bewegen wir uns da? Da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, das macht mir ein bisschen Chaos. Dunkler Synth-Bass, so ein bisschen was rotzig, dreckiges, verzerrtes, ja, gefällt mir. Darkwave sowas, ja, weiß schon, wo das herkommt. Ich weiß ja auch, was der Chrissy gemacht hat, dass er aus der Küchenschublade quasi das Schlagzeug rausgeholt hat. Aber der Rüdiger,
ist halt der Rüdiger, ne, mit seinem Klavier. Macht das wieder so ein bisschen weich dann. Und mal gucken, wie das dann klingt, wenn ich da was ins Mikro brüll. Oder vielleicht singe ich auch wirklich. Mal schauen. Boah, Rüdiger. Was ist denn das jetzt? Das ist ein voll schönes Klavier. Es ist ein klasse Klavier. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. La 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 la. Wieder mal. Lass da nicht dran rumspielen. Ich hab gar nichts gemacht. So happy clappy zwischen. Ja, da ist halt auch das Klavier so outstanding, ne? Ja, ja. Und der Wasserkocher. Und jetzt reinschreien. Jetzt schreien. Total depressiv, der Mann. Ja, ja, klasse, Uwe. Wieder alles vergessen. Wir werden alle sterben, ist keine Message. Ja, wenn das halt morgens bei der Fahrt auf die Arbeit kommt, denkst du, oh, boah, geil, voll super, ich hatte eine Idee. Und abends, hä? Was war nochmal? Was wollte ich? Irgendwas? Hä? Ach, Rüdiger, ist so geil. Wir machen zwei Sachen draus. Einmal nur Klavier und einmal den Rest. Ich bin kein Songwriter. Wie kommen Songwriter auf Texte? Mein Glas hat den Knutschfleck. Also, ich setze mich an den Text und dann sehen wir uns am Mikrofon. Ach. Nacht. Ha. Ah! Ist zu tief. Hä? Mach mal. Ach du. 10. Ja, genau, jetzt geht's nicht. Unreichlich. Ah. Der. Der. Ah. Ja, da ist die Pause. Es war meine Bartstimme. Kopfstimme kann ich nicht. Bauchstimme manchmal. Aber es war jetzt die Bartstimme. Barttechnik. Der Zwerge. Schluss für heute. Baba muss ins Bett.